Ich sehe gerade das Licht. Ich finde es selbst heraus. Der erste Fisch auf meinem Kopf ist auf. Dicke Dinge, Alter! Ja, Freunde, hat's immer geklappt hier schön auf dem Paternoster-System. Geil, Mann. 6 Uhr, meine Lieben, müssen wir in Bensersiel sein. Es ist übelst windig. Es ist übelst früh. Es ist übelst früh. 4 Uhr morgens gerade. Und ja, ich glaube, wir werden heute ein bisschen durchgeschaukelt. Und was wir genau machen, das werdet ihr gleich sehen. Kein Wunder. Kleiner Vorgeschmack. Ich sehe nichts. Schlagloch. Das sieht ja schon viel besser aus, so. Ich sehe gerade das Licht. Ich finde es sehr, sehr heraus. Da sind wir, da werden wir, meine lieben Freunde. Wunderschön. Ganz rausgefahren hier. Keine Zeit. Nee. Nee, so ist ja auch richtig. Da hast du ja schon mal alles vorbereitet. Makrele 3.0, meine lieben Freunde. Ist heute nicht fehlen, mindestens schon die sechste
keine Fische gesehen. Jetzt hier, wo jetzt gerade langsam Mittag wird, die Sonne rauskommt, warm wird, fangen wir die ersten Fische. Ich will mich nicht beschweren, 3 Makrelen sind besser als gar keine. Ist so, oder? Da sind sie, die wunderschönen Nordsee-Leoparden. Geil. Schnell wieder runter. Ist schon Abpfiff, wieder Abpfiff? Ja, war Abpfiff. Ja, Mist. Wir sind Fische, Bruder. Wir sehen uns im nächsten Jahr wieder. Ich habe euch lieb. Vergesst nicht, einen Daumen nach oben zu lassen. Ein bisschen was in die Kommentare. Und beim nächsten Mal geht's wieder richtig ab. Wir sehen uns. Haut rein. Tschüss. Freunde, man freut sich immer, wenn man es dann vom Boot wieder aufs Festland geschafft hat. Natürlich möchte ich jetzt gerne noch ein bisschen weiter angeln. Gerade jetzt, wo es warm wird und die Sonne scheint, kann ich euch auf jeden Fall noch einen Tipp geben, falls ihr mal hierher fahren wollt. Achtet auf die Tage vorher, ob konstantes Wetter ist, ob nicht zu viel Wind ist. Windgeschwindigkeiten bis 15 km/h gehen noch klar, war in diesem Fall heute mal wieder ein bisschen zu viel. Aber wenn ihr so richtig schönes, seeglattes Wasser habt und fast keinen Wind, richtig schöne Temperaturen, dann solltet ihr so eine Kutterfahrt mieten. Ja, wir haben zum Glück noch was gekriegt. Ich bin auf jeden Fall glücklich jetzt. JJ geht so langsam wieder besser, sie steht.
Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, Leute. Tschüss.